auch an denen oder ganz besonders an denen kam man in Sachen Kult, in Sachen Hits, in Sachen Erfolg auf keinen Fall vorbei. Schauen Sie mal. Thomas Anders und Dieter Bohlen alias Modern Talking. Thomas Anders mit langen, dunklen, gewellten Haaren. Dieter Bohlen mit einem blonden Fukuhila. Anders geht auch durch die Schiebetür auf der Hauptbühne. Er trägt heute ein dunkles Sakko, ein Tuch um den Hals in dunkelblau und weiß, hat die dunklen Haare inzwischen kurz und trägt einen Dreitagebart, eine weiße Hose dazu. Er faltet die Hände und verbeugt sich, sieht da Kiwi, rennt auf sie zu, umarmt sie, gibt ihr Küsschen links und rechts. Sie nimmt ihn an die Hand und führt ihn nun zurück zur VIP-Bühne, wo sie gerade hergekommen ist. Die 80er, ja. Ja. Super. Super, unser Jahrzehnt. Was für eins. Ja, und was für eins. Blues Brothers übrigens. Everybody. Super. Also, Thomas. Kiwi. Fangen wir mal mit den schlimmen Dingen zuerst an. Da waren ja einige. Die Klamotten. Ja. Ja, hast du einige der Outfits noch zu Hause? Nee, ich hab gar nichts mehr. Wirklich gar nichts? Da passe ich auch nicht mehr rein. Also na, das ist ja egal. Wobei ich das bestreiten möchte, er sieht super aus. Ja, aber ich bin gewachsen, deshalb. Ah ja, verstehe. Verstehe. Also gar nichts mehr? Thomas Anders ist in der Tat ein wenig kleiner als Kiwi. Einiges versteigert. Ja. Und ich meine, das sind nun schon 30 Jahre her. Da sind ja die Motten auch drin, verstehst du? Aha. Das geht ja nicht. Also ich habe nichts mehr, ich habe nichts mehr davon. Aber es war besonders schön. Wir müssen mal ganz vorne anfangen. Thomas, wie kam es denn überhaupt zu Modern Talking? Geplant war das nicht und wir alle wissen, die Dinge, die nicht geplant sind, sind die schönsten. Das passiert hier oft. Also es war wirklich so, ich war im Studio und nahm eine deutsche Single auf und da kam Dieter und sagte, ich habe einen Song geschrieben, der ist in Englisch. Hast du Zeit, Lust, den noch zu singen? Ich sage, ja, gib mal her, wie heißt das Ding denn? Er sagte, das heißt You're My Heart, You're My Soul. Ja? Und irgendwie ein Vierteljahr später waren wir Nummer eins. Ja? Es war überhaupt nicht geplant. Und wie kam der Name Modern Talking? Ja, das war ziemlich schwierig. Ich weiß, die eine Sekretärin von der Firma, von der Plattenfirma, wir waren am Suchen und es gab damals in den Charts Talk Talk, es gab irgendwas mit Modern, ich weiß nicht mehr. Und sie sagte, nennt euch doch einfach Modern Talk oder Modern Talking. Mhm. Und dann sagte der Chef der Plattenfirma, klingt gut, gucken wir mal, was draus wird. Neumodisches Geschwätz übersetzt. Ja, aber böse jetzt, nein. Okay, tollster, modernster, du kennst mich doch, ja, ich bin euer größter Fan. Ich weiß. Sag mal, und you're my heart, you're my soul, Cherry, Cherry Lady. Da ging ein Ding nach den anderen nicht nur in die Charts, sondern vor allem auf Platz 1, also 5 in Folge. Was war denn das Erfolgsrezept eurer Hits? Ja, das werde ich natürlich oft gefragt, aber ich glaube, es hing damit zusammen, dass die Melodien sehr, sehr einfach waren, was ich gar nicht negativ meine, sondern das waren Melodien, die man sofort mitsingen konnte. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, und zwar als mein Sohn damals noch im Kindergarten war, habe ich ihn irgendwann abgeholt und so ein kleines Mädel hat gesungen, Sherry, Sherry Lady. Mhm. Und da wurde mir irgendwie klar, das ist wirklich so einfach, das können auch Kinder mitsingen, das Ganze aber produziert im zeitgemäßen Sound. Als Pop, genau. Als Pop. Und dann auch diese Übersetzung, Cherry, Cherry Lady bedeutet ja nichts anderes und es ist schon Goethe-nah, Kirsche, Kirsche, Frau, Kirsche, Kirsche, Frau. Aber dann hätte es sich nicht so verkauft, glaube mir. Nein, Cherry, Cherry Lady ist ganz groß. Du hast oder ihr habt mit Modern Talking, ich weiß nicht, unzählige Auszeichnungen bekommen. Welche liegt dir am meisten am Herzen? Welche bedeutet dir am allermeisten, Thomas? Die erste goldene. Ja? Ja. Was bedeutet Gold? Gold bedeutete damals für eine Single 500.000. Verkaufte? 500.000 verkaufte Singles. Und richtig verkauft. Richtig? Ne? Ja. Nicht irgendwo runtergeladen oder gebraucht, sondern richtig.
richtig verkauft, ja? Gekauft. Und ich weiß, ich bin nun jemand, der schon als kleiner Junge immer auf die Bühne wollte. Und ich habe immer davon geträumt, immer gebetet zum lieben Gott, einmal in meinem Leben eine goldene Schallplatte. Wirklich? Ja. Das war für mich das der Traum von allem, was man sich vorstellen konnte. Und irgendwann wurde es dann wahr und aus dieser einen wurden dann über 420. Ja, vor allem als du das gebetet hast, stand irgendwie jemand beim lieben Gott auf dem Fuß, sodass dein Ohr die ganze Zeit auf war. Es waren ja dann viel, viel mehr, weil du sagst, als kleiner Junge immer daran war dein größter Wunsch und hast immer darum gebetet. 15. Januar 1981, also sozusagen vorgestern ist ja gerade erst gewesen. Kannst du dich an den Tag noch erinnern? An den 15. Januar 1981? Wer kann sich an den 15. Januar 1981 erinnern? Keiner. Es gab ihn, ja? Aber wir uns, schauen Sie mal. Im Fernsehen hat er sich noch nicht präsentiert, der Thomas Anders. Thomas Anders in einer Fernsehshow, wesentlich jünger, mit kurzen, dunklen Haaren, im Anzug. Denn du bist nicht allein. Was er dir war, will ich für dich sein. Und dann weinen wird irgendwann vergehen. Du wirst glücklich mit mir dem Tag entgegensehen. Schön. Schon ein bisschen her, ja. Aber es ist schön, wenn man das sieht. Das ist ja ein Baustein deines Lebens. Meine erste Fernsehshow. Ja. Das war, ich meine, die treuen ZDF-Zuschauer wissen es natürlich. Es gab ja die Sendung Hätten Sie heute Zeit für mich, Michael Schanze. Ja. Und da gab es eine Talentsendung, die ist Hätten Sie heute Zeit für uns. Das war die erste Castingshow im Prinzip. Sozusagen, ja. Im Fernsehen. Und ja. Er hat 13 Newcomer oder Talente eingeladen. Und ich wurde unter 700 und weiß ich nicht, auch ausgesucht. Und Hans-Werner Olm, der war auch in der Sendung. Großer Comedian heute. Ja. Du warst 17, irgendwie stand es kurz vorm Abitur, habe ich zumindest gelesen. Ich finde, wenn man schnell guckt, auch so ein bisschen wie so ein Lichtdubel von Ilja Richter. Wenn man schnell guckt, ja? Wenn man schnell ja, guckt. Ja, ja, ja. Also du gehörst in die Kategorie Männer, Alter tut dir gut. Danke. Wirklich? Ja. Wirklich, ist so. Okay, ich fühle mich heute auch sehr wohl. Na? Wie 17. Zur Achtung. Thomas ist heute mein Stargast. Ich kenne Thomas schon so lange gar nicht, aber immer wenn wir uns treffen, ich verehre dich einfach sehr, das weißt du. Und ich weiß auch, dass du nicht nur ein toller Künstler bist, du bist auch einfach ein toller Mann und ein guter Mensch. So, ich das dich war jetzt auch, mal der Hinweis, gell? An dieser Stelle grüßen wir mal deine Frau. Ja, die guckt gar nicht zu. Die guckt zu. Die winkt in die Kamera. Ich habe früh schon schlimme 80er-Jahre-Fotos von dir geschickt. Aber ich habe ihr versprochen, die nicht zu zeigen. So, jetzt kommt's. Also, Fernsehgarten. Weil du mein Stargast bist und ich großer Modern Talking Fan bin und hier sowieso alle, mein ganzes Team, liebt Modern Talking und wir gar nicht genug von euren Hits hören können, haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Wir haben Ersatz gesucht und wir haben sozusagen eure ganzen Hits in eine Band gepackt. Aha. Extra nur für dich, Achtung, so hast du es noch nicht erlebt. Herzlich willkommen, Mariachi Sol Latino. Eine traditionell mexikanische Band läuft unter der Video-Wall ein. Der erste spielt eine Geige, dann kommt eine Trompete, zwei Gitarren. Sie tragen große weiße Sombreros mit schwarz-weißen Verzierungen und lange Hosen sowie kurze Anzugoberteile mit Silberbeschlägen und Verzierungen sowie eine rote Schleife um den Hals. Ziehen jetzt hier durch die Arena. Thomas Anders lächelt, klatscht, begeistert. Kiwi schaut ihn an. Und sie freuen sich beide sehr. Wahnsinn! In wie vielen diversen, verschiedenen Variationen hast du denn deine Lieder schon gehört? Und hast du es schon mal so auf Mexikanisch? Nee. Auf Mexikanisch, ich habe es natürlich auf Russisch, auf Japanisch. Ich habe es Französisch, Deutsch, was auch. Aber Mexikanisch und dann in diesem Outfit, das hat was. Gleich gibt es Tequila für alle. Du bist mein Stargast heute. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich möchte dir und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern im Kultfernsehgarten den nächsten 80er-Jahre-Hit präsentieren. Es war die zweite Single und die ging direkt in die Top 10. Hier sind Bad Boys Blue mit You're a Woman, I'm a Man. Was hast denn du eigentlich in den 80ern für Musik gehört?
Modern Talking. Ja. Neue Deutsche Welle auch? Ja, auch Neue Deutsche Welle, klar. Alles querbeet? Querbeet, ja. Also es fing ja an mit der Neue Deutschen Welle. Ich habe sehr viel... Wham! Das war ja auch damals. Oh ja. Ja, ja, George Michael. George Michael. Wobei mir immer nur ein Lied einfällt. Ja? Last Christmas, I give you my heart. Passt ja heute richtig hier hin, ne? Ah, ja. Nein, wake me up before you go. Ja. Und, wake me up before you Club go. Club Tropicana und sowas. Da waren schon ja, einige. Toll. Ja, toll. Wann waren dieses mit George Michael, wo diese ganzen Supermodels, das ist aber, glaube ich, schon 90er. Das ist 90er. Der Übergang ist eh schleichend, weil der Wolfgang Trepper gerade noch Neue Deutsche Welle gemacht hat. Mensch, so Ideal und Spliff. Fand ich richtig gut. Ja. Richtig, habe ich alles mitgesungen. Ja, ach, das war Fräulein Menke mit Hohe Berge, kennen oh, ja. wir noch. Klar. Alles, da kennen wir auch noch. Alles, gut. Thomas, ich brauche dich jetzt als Experten und Quizmaster, denn wir wollen ein Gedächtnisbattle austragen, was zu tun hat mit dem kompletten Jahrzehnt und allen Nummer 1 Hits. Ich stelle Ihnen jetzt und stelle dir, Thomas, die beiden, ja, wie sagt man, Kontrahenten. Im wahren Leben sind sie ein Paar, deswegen dürfen sie sich jetzt bei uns betteln vor. Und beide behaupten, sie heißen Annalena und Christian, sie behaupten, wir wissen, Achtung, vom gesamten 80er-Jahre-Jahrzehnt, von jeder Woche, welcher Song auf Platz 1 war. Riesenapplaus für Annalena Fischer und Christian Schäfer. Christian und Annalena betreten jetzt die Arena hinter der fünfköpfigen Mariachi-Band mit den Sombreros und Instrumenten. Christian hat blonde Locken und ein rotes T-Shirt mit einem Ohio-Logo darauf. Und Annalena hat langes dunkelblondes Haar und ein blaues T-Shirt an. Beide tragen Jeans und lächeln. Kiwi tanzt und schwingt die Hüften und sie gehen zusammen zu den, jetzt wird nochmal das Samantha Fox T-Shirt von vorhin in die Kamera gehalten und sie gehen zu den zwei Tresen, auf denen sich jeweils das Logo 80s befindet und ein roter Buzzer. Super. Latino, wunderbar. So, ihr beiden, Hand aufs Herz. Nee, Hand auf den Buzzer. Ja, gleich. Ihr seid Gedächtnissportler, nehmt an Gedächtnisweltmeister oder an Gedächtnismeisterschaften teil, seid wirklich im wahren Leben auch ein Paar. Ja. Und habt jetzt für uns 522 Nummer 1 Hits auswendig gelernt. Alter, wie schwer ist das denn? Da wir ja Gedächtnissportler sind und ein bestehendes System haben, war es nicht so schwer. Das größte Problem war eigentlich, dass wir die meisten oder viele der Songs gar nicht kannten und die Künstler. Hat zwar vieles schon mal irgendwo gehört, aber dann wirklich den Titel und den exakten Interpreten zu wissen, das war eigentlich das Schwierigste für uns. Welche Jahrgänge seid ihr, Annalena? Wie alt bist du? Ich bin 20, also süß. Jahrgang 93. Süß, sie darf beim Autofahren schon vorne sitzen. Ja. Ja? Und du? Jahrgang 92. Okay, dann ist es natürlich schwer. Also es ist einfach ein Jahrzehnt, was komplett an Ihnen vorbeigegangen ist. Wir haben schon mal geprobt und es war wirklich klasse, war gut. Wir reden, also ich noch mal, vom 1.1.1980 bis zum 31.12.1989, da war die Mauer schon weg. Wir erinnern uns. Darum geht es. Und man muss wissen, es sind insgesamt jetzt 522 Nummer 1 Plätze, ja, die es in der Zeit gab. Du bist der Quizmaster, du erklärst die Regeln. Ich erkläre die Regeln. Ihr seht hier vorne den Buzzer. Das heißt, wenn jemand von euch glaubt, die richtige Antwort zu kennen, derjenige, der zuerst buzzert, hat die Chance zu antworten. Wenn die Antwort richtig ist, bekommt derjenige einen Punkt. Wenn die Antwort falsch ist, bekommt der andere einen Punkt. Okay, ja? Klar, ja. Also so oder so könnt ihr euch ja heute dann hinterher gegenseitig trösten. Ja. Also ihr nehmt den Preis mit nach Hause, den es nur gibt. Ich würde sagen... Fangen wir an. Ja. Die Titel, nicht, dass Sie sich wundern. Manchmal hat man einfach, wenn man... Fernsehschaffender ist den Vorteil, das sind die Lieblingstitel aller ZDF-Fernsehgarten-Kolleginnen und Kollegen. Wir haben uns auf eine kleine Auswahl geeinigt und die kriegen Sie jetzt alle und ihr beide auch auf die Ohren, koste es, was es wolle. Genau, okay. Wir fangen an mit dem Jahr 1987. Die beiden halten die Hand über den Buzzer. Das ist ein Hit aus der Kalenderwoche 37. Ups, Annalena war zuerst mal schön raufgedonnert. Ja. Es müsste Voyage, Voyage gewesen sein. Auf der Vidi Wall die Grafik Annalena gegen Christian. Annalena führt 1-0 und Kassetten in Grün und Pink sind auch noch darauf. Du hast gerade
gesagt, dieses System, wie ihr das, ihr habt, habt ihr euch diese ganzen Titel in 522 verschiedene Räume gepackt oder wie geht denn das? Nee, wir haben ein Zahlensystem, dass wir für jede Woche ein Bild haben und dieses Bild verbinden wir dann mit dem Song. Was heißt ein Bild? Ja, zum Beispiel meinetwegen die 1981, die 31. Woche ist eine Tomate und in dieser Woche war Platz 1 Betty Davies Eyes. Aber Schnuppi, da musst du ja 522 Bilder dir merken, das ist ja genauso schwer. Ja, dann kannst du dir auch gleich die Titel merken. Ja, wir sind Gedächtnissportler, deswegen haben wir das System sowieso schon. Guck mal hier, man sieht's, auf dem stehen die Haare zu Berge. Also sie schüttelt ihm die Hand durch die Locken ein wenig. Thomas? Jetzt geht's weiter. Wir gehen in das Jahr der Olympischen Sommerspiele Los Angeles. Das war 1984. Konzentriert euch, Kalenderwoche 16. Wer führte die Charts an? Das war Christian. Big in Japan von Alphaville. Ja. Kiwi schüttelt wieder die Hüften ein bisschen. Thomas wippt auch super, mit. Sehr gut. Super gemacht. Okay. Nummer 3. 1:1 steht es ausgleichend. 1981, dann noch im Januar. Wir sind ganz früh, also im Jahr 81. Kalenderwoche 3. Das Christian? War ABBA mit Super Trooper. Auch richtig. Ja. Warst du auch ABBA-Fan? Kiwi hebt den Zeigefinger und tanzt ein bisschen mit. Super Trooper ist so ein besonders starker Scheinwerfer. Da, wo wir jetzt so drinstehen. Ja? Ja. Das war übrigens die zweite Single-Auskopplung aus dem gleichnamigen Album und war in 6 Ländern auf 1. Wir reden jetzt aber von den deutschen Charts. Ey, du führst. 2:1. Ja. Anna, mach was. Also. Gib mir Mühe. Achtung. Jetzt kommen wir zu dem Jahr des Mauerfalls, 1989. Kalenderwoche 17. Das Looking for Freedom. Ja! David Hasselhoff. Das war schnell. Ja. Geschrieben und produziert von Jack White. Jack White. Liebe Grüße, Jack. Genau. Ausgleich, 2:2. Okay? Oh, jetzt wird's spannend. Ja. 1983, ein Riesenhit in Deutschland. Hat sich ganz, ganz viele Millionen mal verkauft. Kalenderwoche Nummer 5. Christian. Das war Peter Schilling mit Major Tom. Ja. Schwebt das Raumschiff völlig. Auch gewusst oder zu spät? Super. Dieser kleine Tick. 3:2. Komm, 2 Fragen spielen wir. Ja, jetzt bin ich wirklich gespannt. Beide haben noch die Chance. Also Annalena hat noch, wenn du die nächsten beiden gewinnst, bist du Gewinnerin. Okay. Naja. Wir bleiben 1983. Kalenderwoche 5. Hatten wir gerade? Zurück? Aber. Stimmt. 5 hatten wir. Wir bleiben trotzdem 1983. Oh. Ich mach's spannend. Ja. Ne? Kalenderwoche 12. Kalenderwoche 12. Traurig, sag's. Das ist auch wieder dasselbe. Ja! Ja! Er war nämlich 24 Wochen in den deutschen Charts und davon 8 Wochen auf Nummer 1. Ja. Major Tom mit Peter Schilling. Ja. So. Jetzt hat sie mich ganz irritiert spannender angeguckt. Spannender kann's nicht sein, die Entscheidungsfrage. Es steht 3:3. Thomas. Okay. Welches Jahr, welche Woche? 1988. Kalenderwoche 15. Das war. Nein, lass ihn. Bist du still? Was? Mach, lass dich doch nicht. Ah, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ich mach den Buch dazu. Was war? Kylie Minogue? Ja! Und der Titel? Mit. Moment. I should be so lucky. Ja. I should be so lucky! Beiden zusammen. Keiner mit. Ein kleiner Pokal wird überreicht. Er besteht aus einer goldenen MC-Kassette und einem Walkman mit Kopfhörern daran. Alles Gold angemalt. Und unten steht auch noch ein kleiner Text. Christian und Annalena drücken sich und haben eben kurz auch mal den Pokal zusammengehalten. Mit Modern Talking, weil das jetzt gar nicht vorkam. Ich möchte es aber den Zuschauern nicht vorenthalten. Mit 9 Singles insgesamt,
125 Wochen, habe ich mir auch mit Früchten gemerkt, in den deutschen Charts. War das so lange? 5 Singles erreichten Platz 1. You're My Heart, You're My Soul, 6 Wochen auf 1. You Can Win, If You Won, Brother Louie, 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 eine. Kirsche, Kirsche, Frau, 4 Wochen. Brother Louie, 4 Wochen. Atlantis Is Calling, 4 Wochen. Thomas. Ja. Icke, als weltgrößter Modern Talking Fan, finde es A, sehr, sehr, sehr bedauerlich, dass da zwischen euch beiden, wie sagt man, die Chemie nicht stimmt, ja, und B, dass ihr nicht mehr für mich singt. Also sagen wir mal so, die Chemie, die ist bei uns natürlich immer im Ungleichgewicht, nennen wir es so. Aber ich kann wirklich sagen, dass wir uns vor ein paar Wochen getroffen haben. Der Dieter und du, wir reden von Dieter Bohlen, dem Dieter Bohlen, ja. Und hallo Dieter. Wo wir ganz einfach sagten, es ist so viel Zeit ins Land gegangen. Wir sind erwachsene Menschen, der eine ist 60, der andere 51. Wir wollen einfach nicht die Straßenseite wechseln, sondern wir geben uns die Hand. Jeder hat sein Leben, jeder macht seinen Job. Er macht seins, ich mache meins. Und man kann sich wieder in die Augen gucken und das Kriegsbein ist mal begraben. Das ist so die, wie erwachsene Menschen schön verhalten sind. Und die erste gute Nachricht des Tages. Dennoch wäre es sehr untypisch Kiwi und sehr unjournalistisch. Ich muss dir das fragen. Vielleicht ganz hinten am Horizont so ein ganz klitzekleines, könnte vielleicht irgendwann mal passieren, so ein Jubiläumsding? Es ist nicht geplant. Ich weiß es nicht. Wir haben nicht aber nicht geplant heißt ja nicht nein. Ja, aber wir wollen mal das langsam angelassen. Wir wollten es einfach mal in die Augen sehen und sagen, okay, das war's jetzt. Aber es ist nichts in der Pipeline. Also wir machen vor jeder Schwangerschaft sagt man auch, wir wollen es langsam angehen lassen und 9 Monate später singen sie wieder zusammen. Thomas, wir wollen das. Sie wollen das doch auch. Wir wollen Modern Talking. Naja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Auf jeden Fall sehr erwachsen und sehr löblich, meine Güte. Das ist ein riesen Erfolg. Ist wirklich schade, wenn man dann nicht in die Augen gucken kann. Ja, wir haben wirklich Musikgeschichte geschrieben. Und irgendwann ist so der Punkt, wir haben natürlich vieles gesagt. Und man hat doch Groll auf den anderen gehabt. Das ist menschlich. Aber jetzt so nach 11 Jahren, und wir beide werden ja immer damit konfrontiert, muss auch mal gut sein. Das heißt nicht, dass wir jetzt in Urlaub fahren oder sowas. Und einfach, muss ja nicht. Hallo, wie ist es, gut schön ist. Schönen guten Tag. An dieser so Stelle einen ganz, ganz großen Applaus als Dankeschön an Thomas und zu Dieter Bohlen. Danke für die tolle Musik, Dieter. Und wir alle, inklusive Thomas, können jetzt mittanzen zu einem riesengroßen Dance-Hit 1984. Down on the Streets. Hier sind Shack Attack. Eili, einen habe ich noch. Zuvor möchte ich mich aber sehr, sehr herzlich mit Ihrem Applaus bedanken bei meinen Stargästen, bei Barbara Wusso und Thomas Anders. Kiwi mit den beiden in der VIP-Lounge gegenüber der Hauptbühne. Zeitreise weitergeht. Pünktlich am nächsten Sonntag um 11 Uhr machen wir Stopp in den 90ern. Und der ist auch dabei. Guten Tag, mein Name ist Helge Schneider. Wir kennen uns von Katzenklo. Und am 1. Juni bin ich eingeladen im Fernsehgarten, ZDF-Fernsehgarten. Da fahre ich nach Mainz und singe das Lied Katzeklo, aber mit anderer Melodie und anderem Text. Das war soeben ein Filmeinspieler von Helge Schneider im Vintage-Look, leicht orange eingefärbt. Fernsehgarten. Und jetzt nochmal, die Beste der Besten. Nichts kann sie, nichts kann uns aufhalten. Nothing's gonna stop me now. Tschüss, bis nächsten Sonntag. Ihre Samantha Fox.